Lars Schäfer stellt sein neues Buch Vertrauen im Verkauf in 5 Schritten zum glaubwürdigen Verkäufer vor. Ich bin hauptsächlich Selbstverkäufer natürlich. Ich bin Verkaufstrainer, Redner und auch Autor. Deswegen ist es natürlich wichtig für mich, dass das, was ich schreibe, auch verkauft wird, gelesen wird und womöglich auch noch angewendet wird, was darin steht. Und das Buch heißt Vertrauen im Verkauf in 5 Schritten zum glaubwürdigen Verkäufer. Ganz genau, weil das Thema Vertrauen ist das größte Kaufmotiv unserer Zeit. Es hat in den letzten 8 bis 10 Jahren jede Menge Skandale und Skandälchen gegeben. Thema Bankenkrise, Hypothekenkrise, ich möchte es jetzt nicht zu sehr ausweiten, jeder weiß, wovon ich da spreche. Das Misstrauen in der Kundschaft allgemein wird immer größer. Und in meiner Welt ist das der Punkt, an dem Verkäufer als allererstes mal anfangen sollten, bei sich selbst und bei der Frage, wie vertrauenswürdig bin ich. Es ist wie immer im Leben schönes Geben und Nehmen. Die Abnehmer, fangen wir mal bei den Kunden an, funktionieren, wenn man das so ausdrückt, insofern nicht, als dass eine allgemein sehr misstrauische Stimmung vorherrscht. Sowohl im Einzelhandel als auch im sogenannten B2B-Geschäft. Und auf der anderen Seite sind es jede Menge Verkäufer, die immer noch nach der alten Schule vorgehen, anhauen, umhauen, abhauen, einfach mal den Kunden zutexten, salopp gesagt, und ohne Rücksicht auf Verluste einfach auf Umsatz aus sein. Der schlechte Ruf des Verkäufers in Deutschland, Klammer auf, Europa, Klammer zu, liegt wohl daran, dass früher ein Sprichwort vorherrschte, du kannst gut reden, du solltest Verkäufer werden. Und da haben sich auch jahrelang die meisten Verkäufer dran gehalten. Kunde kam in ein Geschäft und sofort wurde getextet. Kunde ging raus mit irgendeinem Produkt und wusste gar nicht, was er da gekauft hat. Und nach ein paar Tagen später kam dann die viel zitierte Kaufreue. In den USA sind Verkäufer deshalb teilweise Helden. Nicht grundsätzlich, würde ich nicht sagen, aber teilweise Helden, weil der amerikanische Kunde oder der Amerikaner als solcher Erfolg honoriert. Haben wir in Deutschland eine Neidkultur, eine Missgunstkultur. Kann ich Ihnen helfen, ist natürlich die Killerfrage schlechthin im Einzelhandel, ganz genau. Ich frage dann auch immer, ob ich so behilfs- oder hilfsbedürftig aussehe. Eine Frage oder eine Gesprächseröffnung, die Vertrauen erwecken könnte, ich will es so formulieren, es gibt sie nicht. Die Frage. Weil es kommt darauf an, welcher Mensch kommt da gerade ins Geschäft rein. Und wenn ich als Verkäufer im Einzelhandel den Menschen erkenne, ihn erstmal ein wenig atmen lasse, sich zurechtfinden lasse, dann kann ich ganz individuell mich einfach daneben stellen, mal kurz freundlich nicken und guten Morgen sagen, je nach Tageszeit natürlich, und ihn dann so ansprechen, wie es gerade passt. Ich bin ganz kurz, kurze Anekdote dazu, einfach mal angesprochen mit einem, na, Schuhe. Ich habe den Verkäufer angeschaut, ich so, ja, richtig, ich stehe vorm Schuhregal, ganz genau. Das war so eine schöne Art und Weise, weil er hatte mich beobachtet, ich schaute mir Sneakers an, ich wollte welche kaufen und ich habe sie am Ende gekauft, weil er mich ganz galant mit einem süffisanten Lächeln einfach mal begrüßt hat. Verkauf ist für mich einerseits die eigenen Emotionen wahrzunehmen, sich selbst als Menschen wahrzunehmen, nicht in der Rolle des Verkäufers zu verharren, im Sinne von ich spiele eine Rolle, sondern die Rolle einzunehmen, authentisch zu sein. Im nächsten Schritt dann die Emotionen des Kunden wahrzunehmen und in den Mittelpunkt zu stellen. Kurz ein Satz, nimm den Kunden so, wie er ist, nämlich als Menschen. Vertrauen wird sehr schön definiert von David Brooks, einem amerikanischen Wirtschaftsjournalisten. Es geht über 10 Zeilen, ich krieg's nicht komplett zusammen. Es beinhaltet aber Begriffe wie gemeinsam geben und nehmen, gegenseitig geben und nehmen. Und wenn wir uns dann langsam daran gewöhnen, dass wir einem Menschen vertrauen können, durch paralleles Geben und Nehmen, dann wird tiefes Vertrauen daraus. Und Vertrauen heißt auch einfach tun. Wenn ich einfach was tue, vertraue ich einer Situation oder einer Person, ohne groß nachzudenken. Ich vertraue dann, wenn mein Unterbewusstsein mir funkt, ja, du darfst vertrauen. Weil das ist das, was in unserem Unterbewusstsein, in unserem Gehirn abgeht. Wenn wir uns irgendwo neu begegnen, 2 Menschen begegnen sich, funkt unser Unterbewusstsein innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Signale. Es sucht nach Erinnerungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wenn ich diesen Menschen oder mein Gehirn, besser gesagt, diesen Menschen schon mal gesehen habe in einer anderen Form, sprich, der sieht so ähnlich aus, die Stimme hörte sich so ähnlich an und das Wetter war ebenfalls so schön, dann kommt ein vorsichtiges Go vom Gehirn und ich öffne mich.
wem vertraue ich was an, da mache ich schon sehr große Unterschiede. Es gibt nicht das Generalvertrauen oder besser gesagt, es gibt es nur selten. Es gibt das situationsbedingte Vertrauen. Es gibt Dinge, die würde ich nur meinem privaten Umfeld anvertrauen, meiner Familie zum Beispiel. Und es gibt Dinge, die bespricht man unter Kollegen, die allerdings nicht so eine intime Komponente haben. Vertrauen im Verkauf ist mein drittes Buch, ganz richtig. Zum Titel kam es einerseits, weil ich im ersten Buch Emotionales Verkaufen, was ihre Kunden wirklich wollen, auch das Thema Vertrauen schon thematisiert hatte. Und eines Tages im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, 2014, bekam ich einen Anruf eines Redakteurs der Brand 1 Wirtschaftszeitung, der genau diesen Begriff bei Amazon als Suchbegriff eingegeben hat, Vertrauen im Verkauf, und mich dabei gefunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich mir gedacht, warum sollst du nicht mal ein Buch darüber schreiben? Zu sagen habe ich da genügend zu. Die Zielgruppe dieses Buchs, ganz klar umrissen, jeder, der mit Verkauf zu tun hat, jeder, der mit Kommunikation zu tun hat. Das müssen nicht wirklich nur Vertriebsaußendienstler sein oder Verkäufer im Einzelhandel. Das können Vertriebsinnendienstler sein. Das können Servicekräfte sein, jeder, der mit Kunden kommuniziert. Weil überall da kommt es auf Vertrauen an. Je mehr ich vertraue, umso schneller gehen Geschäfte auch über die Bühne. Als Verkaufstrainer oder allgemein als Trainer und auch als Redner ist ein Buch eminent wichtig, nicht nur eins. Es hieß mal in der Branche, ja, du musst mal ein Buch geschrieben haben, dann bist du wer, dann kannst du was. Das unterschreibe ich nicht wirklich. Es sollte schon Substanz darin stecken, eigener Gedanke sollte darin stecken und es sollte womöglich nicht nur ein Buch sein, weil dadurch können wir in unserer Branche beweisen, dass wir wirklich was zu sagen haben. Der Kunde kann sich vorab informieren, wer ist denn dieser Mensch, in dem Fall Lars Schäfer, also ich, und kann sich das erste Bild dann machen. Der wichtigste Satz in meinem Buch ist meiner Meinung nach der Satz, den ich übernommen habe von einer alten Kampagne der Deutschen Bank, eine Werbekampagne. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wann das war. Ich meine Mitte der 90er. Am Anfang war das Vertrauen, hieß es damals in einer großen Werbekampagne. Und was dann passierte, wissen wir ja alle. Danach ging es ja erstmal richtig los mit Banken- und Hypothekenkrise. Und deshalb ist das für mich der wichtigste Satz, der auch der Schlusssatz in diesem Buch ist. Weil wenn wir schon was sagen, nach dem Motto, vertraut mir bitte, dann sollten wir auch Taten folgen lassen. Nicht nur Worte, sondern Taten. Buchen sollten mich die Unternehmen, denen bewusst ist, dass Verkaufen Vertrauen bedeutet. Und da mache ich keinen Unterschied zwischen Branche A und Branche B, sondern es sind die Unternehmen, die sagen, okay, wir sehen genau, worauf es ankommt, Fragetechniken, rhetorische Kniffe, schön und gut, aber es fängt viel, viel weiter vorne an, nämlich bei der vertrauensbildenden Maßnahme. Und das können Banken sein, das können Industrieunternehmen sein, das kann auch der Einzelhändler sein. Da bin ich natürlich offen. Warum sollte man mich buchen, ist immer die spannendste Frage. Es geht natürlich Richtung Elevator Pitch, den sollte ja jeder drauf haben. Ich mache jetzt nicht das 30-Sekunden-Ding. Warum sollte man mich buchen? Mein Slogan ist, damit Ihnen Ihre Kunden wieder vertrauen. Und ich bin davon überzeugt, dass ich genau das mit Ihren Verkäufern wieder hinbekomme. Oder noch weiter optimiere. Das würde ja heißen, dass alle Unternehmen vertrauensunwürdige Verkäufer haben. Das ist es nicht. Aber an diesem Punkt zu arbeiten, ich denke mal, das ist der Unterschied zu den sogenannten Marktbegleitern. Die Olympia-Bewerbung Hamburgs wird hier in Hamburg natürlich heiß diskutiert, logischerweise. Und ich als Außenstehender, als fast Kölner, beinahe Kölner, fände das richtig klasse, wenn wir in Deutschland mal wieder eine Olympiade feiern dürften. Das ist für mich Feiern. Und zweitens, natürlich ist von vielen Seiten aus zu betrachten, meiner Meinung nach würde es Hamburg richtig gut tun. Ich weiß, dass es Befürchtungen gibt, die Mieten würden steigen und was machen wir mit dem Hafen und so weiter und so weiter. Nur ich bin der Überzeugung, dass in einer so dynamisch wachsenden Stadt auch mal eine Olympiade stattfinden sollte. Ich fände es einfach nur klasse. Also kann ich den Hamburger Bürger nur sagen, vertraut einfach mal.